Jetzt wird weiter experimentiert. Okay, ähnlicher Versuchsaufbau letztes Mal. Etwas dunkler, weil diesmal geht es um andere Sachen als Leistungstest. Und zwar habe ich mir gedacht, inwieweit kann man den Bedini denn aufoszillieren? Wollen wir es mal so ausdrücken. Ja, Nikola Tesla soll ja schon so eine kleine, schöne, niedliche Maschine erfunden haben, die ganze Wolkenkratzer in bestimmte Schwingungen versetzen kann. Ja, mal schauen, wie hoch wir diese Schwingungen treiben können, wa? Okay, das Teil ist angeschalten. Wir stehen, ach, da schau her, bei 3 Volt. Na gut, jedenfalls fließt kein Strom. Können wir auch die Stromzange einschalten, ne? Selbe Stromzange wie letztens, haben wir den Minus rausgesucht. 40 Ampere, hier sind wir bei Minus, na gut, wir müssen auf Relativ drücken. So, 0, ihr seht, hier seht ihr noch nichts, ganz klar. So, wird hier auf 12 Volt geschalten. 12 Volt haben wir und angedreht. Jawohl, er kommt hoch. Und unteren Leerlauf. Mhm. Ja, das dauert halt immer ein Stück. Ja, jetzt kommt er langsam. Bereit zum Hochregeln, Bedini? Ja? Okay, los geht's. Das ziehen wir übrigens. Ja. Ähnlich wie letztes Mal. Wir regeln hoch. Der Ausgang flackert schon wunderbar. So kann man das wieder mal lassen. Aha. Niedlich, niedlich, niedlich. So, und jetzt wollen wir unsere Zündspule wieder mal an die zusätzliche parallele Wicklung anschalten. Ihr werdet gar nichts sehen, jedenfalls hier lunst die irgendwo raus. Moment, ihr könnt doch kurz sehen. Da ist er. Hier unten, na, mit Gleichrichtern, parallele Wicklung. Einmal hier der Plus, hier ist der Minus. So, kann man da wieder was sehen? Ich denke schon. Alles klar. Wo war jetzt der Plus? Na gut, gehen wir einfach mal hier drauf. Da drauf. Und da drauf. Jawohl. Leuchtet. Und oszilliert nur noch so vor sich hin. Ne? Motor steht. Motor oszilliert innerlich. Ne? Also dreht sich so schnell, damit es außen immer mitkommt. Keine Ahnung, wie man das ausdrücken will. Ich sehe es jedenfalls so. So, die leuchtet schon gut. Und hier sind wir da und bei 30. So, na gut. Mal gucken, wie weit er runter geht. Na gut. Könnt ihr alle was sehen? Nicht so richtig, ne? Dann gehen wir ein bisschen ran. So, glaube ich, wird das was. So, Leuchtstofflampe habt ihr im Blick. Das Netzteil habt ihr im... Netzteil sah ich schon. Doch, hier ist das Netzteil. Spannungsmesser. Amperemesser vom Netzteil. Und rechts, das ist die Stromzange, die dann nach dem Netzteil in den Bedini geht. Okay. Seid ihr bereit? Immer bereit. Auf geht's.
Okay. Ihr seht es selbst, oder? Seht ihr es oder seht ihr es? Na gut. Gut, zugegeben, die Leuchtstofflampe ist ein bisschen dunkler. Der Output vom LED, der Output vom Bedini, der leuchtet nicht ganz so hell. Aber trotzdem, schon mal verblüffend, dass die Stromzange hier halbwegs durchdreht. Und da so konstant bei sein. Ich könnte noch ein bisschen weiter drehen. Hat mich noch nicht getraut. Ein kleines bisschen könnte ich noch weiter drehen, dass es hier bei konstant 005 bleiben würde. Ja, und das ist das Teil, was es rausboldert. Die ganze Energie. Die kommt trotzdem da raus. Und der pfietscht natürlich schlimmer, als wenn Lehrer mit Kreide auf Tafel schreiben. Ja gut, wenn ich den hier jetzt nicht so verbastelt hätte, dann könnte ich den jetzt einfach, also diesen Rotor mit dem Permanentmagneten, einfach abnehmen und es würde weiter oszillieren. In einem vorhergehenden Video habe ich das schon mal demonstriert, natürlich nicht mit so schönen Zahlen hier. Ja, dann wäre das Gepfietsch weg und Leuchtstofflampen oder LEDs würden leuchten. Na denn, aber wer will das schon? Bis später.